liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Breath of Fire 3 von Shadowlorn. Ja, im letzten Part haben wir Geist endlich besiegt. Es hat 2 Anläufe gekostet, eine Klugfrucht und mehrere Drachenformen, aber es hat gefunzt irgendwie. Und ja, was kommt nun? Das ist die Stärke eines Drachen. Das stimmt. Und wir haben dich voll besiegt, mein Freund und Kupferwächter. Weißt du, dass sie... dass das gefangen hielt und konnte, solange nicht am Leben war, ich am Leben war, nicht gebrochen werden. Es war... dies also war der einzige Weg. Was heißt also... sei nicht traurig. Ich starb am Tag, als ich Wächter wurde. Was? Geist! Außerdem habe ich während des Krieges so viele Drachen getötet. Es ist also nur gerecht, dass ich nun von der Brut getötet werde, ja? Oh, Geist! Nein, Geist! Scheiße! Ob diese Form vermacht ist, die Gott fürchtete? Okay. Wir mussten also Geist vernichten, um Geist zu befreien? Geist! Oh je. Oder ist die eigentliche Macht der Brut die Fähigkeit, aus Feinden Verbündete zu machen? Hä? Wie meinst du das? Es ist schade, dass es so verlaufen musste. Ich wäre gern mit euch gegangen. Es liegt jetzt an dir, Garm. Und somit verendet der Wächtergeist zu Staub. Geist hat es eingesehen. Und jetzt, wo Geist besiegt, vergangen ist, sollte Geist sich befreit sein. Somit sollte Geist frei sein. Hab ich doch gerade gesagt! Der hat die Tür aufgelassen, mein Gott! Lass uns gehen. Lass uns Gott treffen. Okay. Auch wenn es traurig ist, wie es verlaufen musste. So, liebe Leute, in den Überresten von Geist finden wir sogar was. Geist, du fandest den Tierspeer. Eine Waffe für Gar, die extrem stark, aber auch extrem gefährlich sein kann. Ich demonstriere mal eben, was mache ich da? Ausrüstung. Ausrüstung, nicht Fähigkeit, Ausrüstung. Genau. Ich hätte vielleicht eine andere Waffe auswählen sollen. Das hätte vielleicht weitergeholfen. Das hätte vielleicht echt weitergeholfen. Der Fernsehsäbel erschreckt ein weniger, zum Beispiel als den Schuhsäbel. Naja. Egal. Der Feuerspeer, liebe Leute. Der Tierspeer. Saustark. Verdammt schwer. Und zerrt am Leben. Heißt, Gar kriegt Schaden, wenn er die benutzt. Ansonsten ist aber ein echt geile Scheiße. Deswegen mit Vorsicht zu genießen. Hätte ich Momo dabei gehabt mit dem Eiskriss, ey, ich hätte ihn so weggerotzt, aber ohne Scheiß. Aber, naja, was soll's. Geist ist vergangen. Und nun wollen wir sehen, ob wir Dice damit retten konnten, befreien konnten aus ihrem dreieckigen Gefängnis. Ja, wir haben... Ich hab's ja gar nicht gezeigt, genau. Ich habe gesagt, nö, das zeige ich euch nicht, weil wegen Spoiler-Alarm und so. Ja, ich möchte gerne ausruhen, das war ein doch etwas älterer Kampf. Was möchtest du tun? Ja, ruhen. Was habe ich gerade gesagt, mein Junge? Hör mal zu, Alter! Ernsthaft? Halt's Maul! Ja. Boah, ich dreh durch, wenn diese Aufnahme auch... also, dass die Tonspur auch so verschoben ist. Von, also nicht meine Tonspur, sondern die vom Spiel. Das würde mich echt sowas von aufregen. Ich würde, glaube ich, was würde ich machen? Wahrscheinlich mein Rechter in hohem Bogen aus dem Fenster schmeißen, wäre es dazu, ist wohl gemerkt. Ja, ungefähr dazu würde ich tun wahrscheinlich. Und noch mehr. So, jetzt können wir durch die Zeitenhöhle einfach so durch. Das ist echt gut, dass wir durch die Gebiete, die wir schon mal durchgangen sind, einfach so wieder durchlaufen können. Das erspart uns einiges an Arbeit. Ja, einiges sogar. Sehr viel einiges, verdammt viel. So, auf zum Engelsturm. Wollen wir Dice befreien? Natürlich wieder, müssen jetzt zu Dice hinkommen. Da stehen wieder ein paar Gegner im Weg. Was habe ich gesagt? Da sind schon wieder die Gegner. Meine Fresse. Na, jedenfalls können wir jetzt mal den Tierspeer in Aktion erleben. Momo wird ab. Nein. Momo greift den Spencer an. Lord wird ab. Und dann greift den Cerberus an. Bremst und Spence weggebumst. Also, Gar. Und eine Rache. Guck mal den Schaden an. 188. Echt übel, nicht wahr, liebe Leute? Das Problem ist aber wirklich so, für jede Runde, wo Gar das Ding hält, kriegt der Schaden. Das ist
ein bisschen gefährlich. Man muss natürlich auf seine Leben achten, aber ansonsten ist es eine echt geile Waffe. So, nun wollen wir mal runter zu Dice. Dice ist nämlich auf der Treppe hier unten, die ich vorhin nie gezeigt habe. Wir gehen natürlich poetisch mit Garz voran. Und da vorne liegt sie, und zwar nackig! Ja. Ja, liebe Leute, die Frau da ist schnackelig. Und, aber ich wollte sagen, wo steckt ein Momo? Wenn wir jetzt Nina dabei hätten, hätte diese Situation sogar viel mehr Witz. Da ist. Und das Siegel natürlich zerbricht erst, wenn wir da sind. Diese Pyramide aus. Keine Ahnung, was sagen soll. Joa. Ja, natürlich werde ich das einiges denken so. Geil. Ich weiß, keine Ahnung, wie Dice aussieht. Das Sprite, vom Sprite her vielleicht ein bisschen ungenau zu erkennen. Ich weiß, es ist eine nackte Frau Mitte 30. Wächter. Und da kommt Garzi hin. Oh, oh. Fast bloß. Oh, 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 oh. Autsch! Hat sie gerade gar verprügelt? Mann, die Frau ist drauf. Mit der sollte man sich nicht anlegen. Du Idiot von einem hotzköpfigen Wächter! Was hast du dir dabei gedacht, mich 500 Jahre dort einzusperren? Ach, gar war das? Okay, ich will dich am liebsten in den Orbit schießen. Und dann merkt auf einmal, Lord, Moment mal, die ist ja nackt. So, ich denke, der Umstand, dass du mich befreit hast, zeigt, dass du doch hören willst, was ich zu sagen habe. Das stimmt. Der Frau sollte man sich... Es ist zu spät, Hohlkopf! Ja, weil die Brühe ist tot. Auch gesehen von uns. Nun, vielleicht nicht ganz hoffnungslos. Okay. Was auch immer. Nun, liebe Leute, kommt erstmal eine kleine Rückblende. Also nicht verwundert sein. Na gut, jetzt kann man es auch erkennen. Gar und Geist zusammen. Was hast du getan? Hä? Wieso? Wer kommt denn da jetzt? Wer ist nun eine Naga? Interessant. Was denkst du, was du tust? Hans Wurst! Idiot! Von ihrer Aussprache her könnte das was Deiz sein, oder? Aber unser Gott sagte, dass sie boshaft und schlecht sind. Ja. Und du dachtest nie, dass er sich irren könnte? Idiot! Sogar die Tracht, und da liegt sogar noch ein Welpe. Ich sagte dir, ich zeige dir deinen dummen Gott. Deiz, zeige unserem Gott mehr Respekt! Ja, das Deiz, wie gerade, Geist gesagt hat. Also ich trage auch noch so einen toten Welpen dazu sehen, nicht wahr? Echt traurig. Also wir meinen eigentlich eine Rasse, die nie was getan. Ja. Wenn ich wirklich jedes Mitglied der Brut getötet worden wäre, dann wäre alles verloren. Wie meint sie das jetzt? Aber es ist noch ein Kind der Brut am Leben. Ja, das bin ich. Und was ist mit Gott? Schnauze! Keine Ahnung. Was das Wichtigste zuerst, Wächter. Die Geister der toten Drachen sind hier zu stark. Wir müssen an einen anderen Ort gehen. Okay. Da muss eine Höhle am Fuß des Vulkans westlich von hier sein. Dort treffen wir uns. Okay. Der Vulkan im Westen. Verstanden, mein kleiner Drache? Okay. Und schon macht sie plopp und weg. Ist sie. Alter, da können so viele können diesen Verschwindibus-Trick. Der Vulkan im Westen. Sie meint wohl den Zuploberg. Ein Versuch ist es wert. Ich finde diese Szene echt unglaublich witzig. Und wisst ihr warum? Weil gar. Der Obermacker, na gut, Obermacker vielleicht nicht, der haut drauf schlechthin. Von Dice in aller Form der Kunst verprügelt wird. Ich finde, diese Szene hat verdammt viel Witz und Charme. Humor. Ich mag sie einfach, ja. Und das ist echt eine meiner Lieblingsszenen in diesem Spiel, muss ich sagen. Und hat nichts damit zu tun, dass sie nackt ist. Ich meine, man kann nicht mal was erkennen. Man sieht viel Haut. Das war's. Da kann man sich viel drunter vorstellen. Ja, und wahrscheinlich werden jetzt ganz die perversen kleinen Schweinchen denken, so, geil, nackte Frau. Seid ganz ruhig, es ist nur ein Spiel. Man kann nicht mal was erkennen. Ey, komm schon, wofür eine Rache, wo man nicht mehr getroffen wird, Mann. Warum darfst du jetzt gleich?
Damit haben wir kein Problem, weil Rowdy auf ihn Schaden gemacht hat. Ein Schild. Oh, ist das putzig. Tja, es ist sogar mein Freund. Du bist sowas von T-U-T. Tot. Erledigt. Finito. Das ist Schaden, liebe Leute. Und wenn der Kampf nur eine Runde dauert, was bei schwachen Gegnern zum Glück der Fall ist meistens, dann ist es nun mal so. Tja, Gar kriegt keinen Schaden und macht einfach nur Mords Damage. Tja, egal. Wollen wir genug spekuliert über Gars Wunderkräfte. Auf zum Zuploberg. Aber vorher noch einmal. Nee, den frag ich später. Mal zum Zuploberg gehört. Das, was wir jetzt machen, gehört ja auch noch mit dazu. Ich kann ja manchmal durch. Okay. Also das, was wir jetzt machen, gehört auch mit dazu, dass wir Dice befreit haben. Und deswegen gehört Maki das in den Park mit natürlich rein. Wir wollen natürlich jetzt nicht die Kette der Ereignisse unterbrechen, dafür, dass wir einmal die Feen besuchen, damit ich in den Park melden muss. Ne? So, wollen wir nochmal jetzt diese Höhle betreten, die wir vorher, glaube ich, die betreten haben, oder? Hier ist die Höhle. Und keine Dice, aber eine komische Wand. Denke, das ist der Ort, den Dice meinte. Aber keine Dice da. Hä? Leucht! Oh, die Wand leuchtet, ist ja cool. Die Wand leuchtet sogar stark und Lorne ist weg. Okay. Ja, cool. Und da ist Lorne wieder da. Und Dice ist, hallo? Dice, bist du da? Hier bist du, mein kleiner Drache. Ach, da ist sie ja. Und, ja Leute, diesmal hat sie sogar was an und hat ihre Naga-Form. Fürchtet euch nicht. So sehe ich in Wirklichkeit aus. Habt ihr erwartet, dass ich wieder nackt erscheine? Warte mal, Entschuldigung. In dieser Gestalt, in der ich gefangen war, naja, bin ich nicht fähig, meine Macht voll zu nutzen, klar? Das ist echt schade. So mag ich dich. Leute, tut euch einen Gefallen, sagt, so mag ich dich. Er will sich ganz verlegen. Gut, danke. Du weißt sicherlich, wie man mit einer Dame spricht, oder? Naja, der hätte ich mehr von bei Nina an. Ja, aber egal. Oh, da ist er auch wieder gar. Na sowas, na wie geht's? Nun, da ihr alle hier seid. Naja, alle nicht. Treffen wir hier Gott? Boah, gar ernsthaft. Du musst dich immer alles sofort erwarten. Nein, du Dussel. Danke. Ich werde euch sagen, wie ihr von hier aus dorthin gelangt. Bevor ich gefangen genommen wurde, wäre ich fähig gewesen, euch selbst dorthin zu bringen. Aber jetzt fehlt mir die Kraft dazu. Oh, scheiße. Naja, sorry. Okay, mein kleiner Lorne. Ich werde dein Auge öffnen. Mein Auge? Das ist doch offen, oder? Damit du den Weg selbst sehen kannst. Okay. Es könnte ein wenig wehtun. Muss sie sowas sagen? Du musst eben die Zähne zusammenbeißen. Okay. What the phone? Also, dass das ein bisschen wehtun könnte? Mein Lorne. Hä? Spritzel. Leucht. Ich will leuchten. Hey, cool, das können wir nachts im Buch lesen. Nicht ganz, liebe Leute. Dieses Leuchten ist das Auge, von dem Geist gesprochen hat und zeigt in Richtung. Lorne, nennt man Prana. Das Auge Gottes. Folgst du dir nicht, findest du den Gott, der diese Wächter einsetzte, um dein Volk zu vernichten. Oh. Norden? Jupp, anscheinend ja schon. Weit, weit entfernt im Norden. Vielleicht jenseits des Ozeans. Aber wie soll man da hinkommen? Ich meine, es gibt leider keine Interkontinentalschiffe oder Flugzeuge. Wie ihr da hinkommt, ist an euch. Ich kann es nicht für euch tun. Dies ist alles, was ich tun kann. Bisschen doof. Nun ist es an dir, Lorne. Viel Glück. Danke. Flop. Ja, pass bitte auf ihn auf. Sieh zu, dass sie nicht zustört. Verstanden? Okay. Ich schwöre beim Leben der Brut, die ich nahm, dass er nicht zu Schaden kommen wird. Hohe Worte. Puh. Ich scheine alt zu werden, wenn mir so etwas den Wind aus den Segeln nimmt. Natürlich keine Blöße zeigen, ne? Du musst wohl auch dein Alter spüren, Schwester. Schwester? Lorne, Gar! Und Nina ist auch da. Warum auch immer.
Was machst du hier? Ich muss Momo. Ich mag dich zwar, ich mag dich von außen zwar lieber, aber trotzdem. Erst Lorne, dann Duka. Ihr seid einfach verschwunden. Ich hatte Angst. Was ist los? Habt ihr Dice gesehen? Hat sie Gott getroffen? Nicht ganz. Gott ist sehr weit weg. Jenseits des Ozeans. Und wie sollen wir jetzt da hinkommen? Wir werden wohl ein Schiff benötigen. Tja. Dann machen wir mal wieder auf nach Rafalab, würde ich sagen, liebe Leute. Allerdings erst im nächsten Part, wo ich auch gleichzeitig auch eine Besonderheit zeigen werde. Und vielleicht nochmal kurz noch gucken werde, was meine Meister denn so alles Schönes für mich jetzt haben. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen Abend, einen schönen guten Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wie das nächste Mal, wenn ihr es wollt, macht es gut.